So, da bin ich wieder und heute zeige ich euch, wie man dieses Diamantenmuster strickt. Wir nehmen als erstes 27 Maschen auf. Und zwar für dieses Muster brauchen wir eine Maschenanzahl geteilt durch 4 plus 3 Maschen. Ich habe jetzt für meinen Flicken 27 Maschen ausgerechnet. Das Muster besteht aus 4 Reihen. Die vierte Reihe ist etwas versetzt. So, nun kommt die zweite Reihe und das sind nur rechte Maschen. So, nun kommt die dritte Reihe. Da stricken wir erstmal 3 Maschen links. Die ersten 3. 1, 2, 3. Und nun stechen wir 2 Reihen tiefer ein und machen eine rechte Masche. Das heißt, da 2 Querbalken tiefer einstechen, den Faden holen, durchziehen. Und die Masche von der Nadel fallen lassen. Und nun stricken wir wieder 3 linke Maschen. Und nun wieder 2 Reihen tiefer einstechen und eine rechte Masche stricken. Dabei dann die Masche hier von der Nadel fallen lassen. Da rein. Den Faden holen. Und wieder 3 linke Maschen. Das machen wir die ganze Reihe. So, die vierte Reihe sind nur wieder rechte Maschen. Die fünfte Reihe sind nur linke Maschen. Die sechste Reihe sind wieder nur rechte Maschen. Und die siebte Reihe stechen wir wieder tiefer rein, aber versetzt. Jetzt kommt erstmal die vierte Reihe rechte Maschen.
So, nun kommt die siebte Reihe. Da stricken wir eine Masche links und dann stechen wir tiefer ein. Zwei Reihen tiefer. Jetzt sind wir am Ende. Die vorletzte Masche stechen wir tiefer ein und die letzte stricken wir links ab.